Willkommen zum Short Review Review mit einem weiteren Blick in meine Sammlung. Eigentlich suchte ich eine Transformers-Figur, doch dabei fand ich 5 Blister von Action Force-Figuren. Die Figuren hatte ich natürlich auch noch. Als ich sie in den Händen hielt, dachte ich, warum nicht euch zeigen? Action Force ist übrigens die europäische Version der G.I. Joe Toys von Hasbro, die auch Transformers und Battle Beasts herausbrachten bzw. bringen. Interessant ist vor allem, dass diese Action Force-Figuren 1989 produziert wurden, doch ich kann mich daran erinnern, sie um 2000 herum in einem deutschen Kaufhaus erworben zu haben. Aber schauen wir uns die Figuren doch einmal genauer an. Gespielt habe ich nie mit ihnen, habe sie nicht einmal richtig zusammengebaut, lediglich ausgepackt, um sie mal in den Händen zu halten. Wahrscheinlich aus Nostalgie, denn auch G.I. Joe ist bei uns so um 1986-87 erschienen und ich hatte einige tolle Figuren wie Snake Eyes oder den Cobra Bat Android Trooper. Leider habe ich diese weggegeben und auch die Blister von diesen nicht aufbewahrt. Bisschen schade. Nun aber zu meinen Action Force Figuren. Shockwave, der Elite-Polizist. Ein wunderbares Charakter-Artwork. Dynamisch, zeigt Stärke und wirkt immer in Aktion. Auf der Rückseite zunächst der Action Force-Slogan. Action Force wurde von der Weltregierung ins Leben gerufen, um den Frieden auf der Erde zu sichern. Aber wird es ihnen gelingen, die gefährlichen Kobras zu besiegen? Alles ist in 4 Sprachen zu lesen. Deutsch, Schwedisch, Norwegisch und Finnisch. Jede meiner Figurenblister ist gleich aufgebaut. Die Charakterbeschreibung mit angedeuteten Aktendesign ist zweimal mit je 2 Sprachen zu sehen. Unser deutscher Text ist passend zur Karte. Wir müssen nichts drehen. Über Shockwave heißt es, als Shockwave von der Polizeiakademie kam, war er der jüngste Polizist, den es jemals in der Stadt Manchester gegeben hatte. Bereits nach 2 Wochen erhielt er 2 Tapferkeitsmedaillen. Aus Geld macht er sich nichts. Er ist Action Force beigetreten, obgleich er jetzt weniger verdient als vorher. Wie jede Figur der Action Force G.I. Joe Serie ermöglichen sie viele Bewegungen. Kopf lässt sich drehen, es gibt kugelartige Grundarmgelenke, Hoch- und Runterbewegungen an den Ellenbogen sowie ein Dreh des Unterarms. Die Beine sind ebenfalls flexibel an der Hüfte und die Knie lassen sich bewegen. Dazu eine bewegliche, leicht drehbare Hüfte. Dadurch sind viele Positionierungen möglich, wodurch sie fast realistisch in den Fahrzeugen Platz nehmen können. Kein Vergleich zum Beispiel mit den klassischen, gleich großen, nun Vintage Star Wars Figuren, die nur Arm- und Beingelenke haben. Während die meisten Gelenke mechanisch sind, ist die Hüfte über einen Gummiring am Oberkörper befestigt. Und hier ist auch der größte Schwachpunkt der Figuren. Klar, durch zu starkes Ziehen reißt der Ring, aber leider wird er durch die Zeit porös und lockert sich. Er kann dadurch von alleine reißen, denn er steht immer unter Spannung. Selbst bei meinen Figuren wie Shockwave, der nur zum Anschauen ausgepackt wurde, hat sich dieser Gummiring gelockert, was früher nur durch häufiges Spielen passierte. Seine Hüfte schlackert richtig. Deshalb kann es heutzutage sein, wer selbst verschlossene Figuren kauft, dass sie kaputt gehen und eben in 2 Teilen drin liegen. Zur Info, dieser Gummiring kann leicht ersetzt werden. So, aber nun ein Blick auf Shockwave. Er hat viele Details mit dem Pistolenholster und der Schutzweste. Auch die Farben sind stimmig. Der blaue Camouflage-Look gefällt. Selbst im Gesicht wurde fein gearbeitet. Trotz des Pistolenholsters kommt er mit einer Pistole. Sie kann leider nicht weggesteckt werden. Dazu eine Schalldämpfer-Uzi und ein Rucksack mit angestecktem Messer. Dieser kann über eine Nüpse am Rücken befestigt werden. Bitte habt Verständnis, dass ich meine Figuren nicht zusammengebaut zeige. Gefühlt sind sie mir nun zu empfindlich geworden und ich möchte sie in ihrem sehr guten Zustand belassen. Jede Figur kommt ebenso mit einem kleinen Action Force Prospekt. Dieses schaue ich später an. Sharp Royal, der Spezialist für Feuer, kommt mit einer Gasmaske und Flammenwerfer. Ein wunderbares Charakterartwork. Zeigt Stärke, Furchtlosigkeit und Entschlossenheit. Über Sharp Royal heißt es, Sharp Royal liebt das Feuer. Er ist immer auf der Suche nach brennend heißen Aufgaben. Als er zu Action Force kam, wurde er gefragt, was er denn tun möchte. Ja, alles, was mit Feuer zu tun hat, war seine Antwort. Die Figur ist herrlich detailliert und farblich gut abgestimmt, sehr futuristisch. Das Gesicht ist gut bemalt und toll modelliert. Der Helm hat etwas von Marvels Ant-Man, scheint sich aber schwer aufzusetzen. Selbst in dieser Werbeanzeige hat man ihn nicht richtig aufgesetzt bekommen. Der Gummischlauch wird am Rucksack und dem Werfer befestigt. Schick ist dieses kleine 3D-Bild vom Innenleben. Lightfoot. Er sieht schon recht futuristisch auf dem Artwork aus. Hat mich leicht an den Comic Wolverine von Marvel erinnert, von den Farben her. Handgranaten vorne am Brustpanzer. Dazu steuert er einen Roboter. Sieht cool aus. Was mag er für eine Funktion haben? Was sagt diesbezüglich denn seine kurze Biografie? Lightfoot ist ein erstklassiger Chemiker. Er braucht keinen Kugelschreiber, Papier oder Taschenrechner, um mit Formeln und Zahlen umzugehen. Er hat alles im Kopf und er gibt dir in Sekundenschnelle die richtige Antwort. Ehrlich, nach einem Chemiker sieht er nicht aus. Leider wird auch nicht erklärt, was für einen Roboter er steuert, welche Funktion dieser hat. Die Figur selbst ist richtig schick, detailfreudig und toll bemalt. Der Helm ist cool. Der Rucksack wird über den Schlauch mit diesem Griff verbunden. Was dieser sein soll? Ein Scanner? Oder ein Messgerät? Eine Steuerung für den Roboter? Eine Waffe hat er nicht. Am Rucksack und am Roboter finden sich je ein kleines 3D-Bild.
Vom Design her ist der Roboter cool aufgemacht. Schade nur, dass er nicht bemalt ist. Wie im Artwork mit schwarzen Ketten sehe er noch besser aus. Lightfoot, Shockwave und Charbroil sind Mitglieder der Heldenfraktion Action Force. Toxo Viper gehört zur bösen Cobra-Organisation. Dieser agiert überall, wo die Luft dick wird. Visuell sieht das Artwork richtig klasse aus, dynamisch und tolles Design. Muss aber zugeben, die Farben sind viel zu bunt. Hat etwas von den 80ern. Für einen Bösewicht erscheinen auch die Farben zu freundlich, auch wenn Lila hier schon eine dunklere Aura erzeugt. Das Cobra-Zeichen oben neben dem Action Force-Logo zeigt seine Zugehörigkeit. Welche Biografie hat man ihm gegeben? Cobra Toxo Vipers haben keine einfache Aufgabe zu erfüllen. Bekleidet mit ihren speziell entwickelten Schutzanzügen müssen sie gegen alle Wettereinflüsse bestehen. Eiskalte Wirbelstürme, Schnee, Regen, Sandstürme und Hitze. Deshalb möchte keiner von ihnen länger als notwendig ein Toxo Viper sein. Tolle Figur. Ist wunderbar ausgearbeitet und bemalt. Vielseitig. Ein toller Plastikhelm, der sich gut aufsetzen lässt, ohne den Kopf irgendwie zu beschädigen, also wie Farbabrieb zu erzeugen. Das Rückengerät mit seinen Gastanks verbindet sich über den Schlauch mit dem Gewehr. Ob es nun ein Flammenwerfer oder Gasdruckprojektilgewehr ist, wird nicht erklärt. Hier darf die Fantasie mitspielen. Übrigens hat mich der Rucksack an den Raketen-Flammenwerfertank von Fireball aus dem Arnold Schwarzenegger-Film Running Man erinnert. Was denkt ihr? Die letzte Blisterkarte gehört keiner Figur, sondern einem kleinen motorisierten Fahrzeug, dem Cobra Gyrocopter. Das Artwork ist echt klasse, sehr aktiv und voll mit Action. Drei Fahrzeuge werden hervorgehoben. Toxo Viper steuert sogar den Gyrocopter. Er sieht aber hier farblich mit dem Rot-Grau besser aus. Auf der Rückseite hat das Vehicle Pack folgenden Text. Diese motorisierten Zubehöre können von den Action Force Figuren auf dem Rücken getragen werden, für viele andere abenteuerliche Action-Einsätze benutzt werden. Jedes Fahrzeug wird über Räder rückwärts aufgezogen und fährt dann vorwärts. Beim Gyrocopter dreht sich zusätzlich der Rotor. Eine Beschreibung gibt es nicht, dafür vier Fahrzeuge zu bewundern. Interessant ist aber, das kleine grüne Kanonenfahrzeug ist nicht darunter. Dies ist aber in der G.I. Joe-Serie erschienen. Der Gyrocopter sieht klasse aus. Ich habe jetzt nur nicht die zugehörigen Aufkleber aufgeklebt. Als Rucksack kann er natürlich nur spielerisch getragen werden, denn stehen mit ihm kann keine der Figuren. Als Fluggerät werden die kleinen roten Flügel, an denen auch kleine Laserkanonen prangen, umgeklappt, sowie der Sitz mit dem Steuer. Dann wird die Figur breitbeinig draufgesetzt. Die mehrsprachige Anleitung, hier der deutsche Teil, erklärt die Funktionen gut. Auf der Rückseite davon ist die Anweisung, wo die Aufkleber hingehören. Im kleinen Action Force Werbeflyer, der jeder Figur, nicht dem Fahrzeug beilag, sind auf der einen Seite zwei Bilder mit zahlreichen Figuren, wovon Cobra Commander und Storm Shadow die bekanntesten Charaktere sind. Auf der Rückseite, die nun quer betrachtet wird, sind erstmal die vier Action Packs mit den kleinen Fahrzeugen zu sehen und die Tiger Force, eine Hau-drauf-Truppe unter dem Kommando von Roadblock. Letzte Anmerkung: Diese Action Force Figuren sind ebenso bzw. vorher als G.I. Joes mit entsprechender Namenskarte erschienen. Meine Action Force G.I. Joe Figurensammlung ist überschaubar. Neben den vier gezeigten Figuren und dem Gyrocopter, der mein einziges Fahrzeug ist, habe ich nur noch diese weiteren vier G.I. Joes vom Flohmarkt und leider auch nicht vollständig. Da habe ich Beachhead mit seinem Maschinengewehr, den Dreadnought Thunder, den G.I. Joe Iceberg und den Cobra Snow Serpent. Dazu zwei weitere Waffen, eine gekürzte Kalaschnikow könnte zum Cobra Snow Serpent gehören, sowie eine weiße Waffe, die ich jetzt nicht einordnen kann. Hier habe ich noch eine Werbeseite auf einem deutschen Comic, passend natürlich auf einem von Action Force. Mehr über die Welt von Action Force und G.I. Joe, aber ein anderes Mal. Danke fürs Zuschauen. Freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert gerne. Bis bald!